Hallo Leute, ich bin Lonwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Endgame Survivor. Ja Leute, schaut euch das an. Ich habe das Ganze auf Scrim gebaut, damit wir ja nicht Holz sammeln müssen und so weiter. Ich habe noch eine Truhe gebaut. Da lege ich jetzt ziemlich viele Sachen, packe ich meine Sachen da rein. Dann Leute, ich hatte noch Glück. Und habe Pfeile gemacht. Ich hatte einen Vogel fangen können. Und deswegen, Leute, haben wir jetzt auch ein paar Pfeile. Vor allem, was wir jetzt brauchen, ist eine Treppe. Ja, also ihr seht, wir müssen ziemlich viele Holz sammeln. Deswegen habe ich das untere Teil schon angefangen. Wir müssen noch mehr Holz sammeln. Ihr seht, da fliegt ein Vogel. Da können wir die Falle machen. Ich habe einen dahingestellt, da war ein Vogel auch und den habe ich gefangen. Jetzt erstmal genug über den Vogel gesprochen. Wir müssen eine Treppe und eine Tür machen. Die Folge wird etwas kleiner, Leute. Hab Angst zu überziehen, beziehungsweise bei der Aufnahme passiert mir genau das, was ich nicht will, und zwar überziehen. Deswegen habt ihr gar nicht gesehen, wie wir den Boden gemacht haben, und ich habe dann gesagt, okay, das mache ich dann offscreen. Ne? Und habe jetzt gemacht. Jetzt brauchen wir einmal eine Treppe zum Eingang und das machen wir jetzt. Also wir wurden auch ein paar Mal angegriffen, aber das hat denen nichts gebracht. Wir haben leider auch so, dass das warum passt das nicht an den da würde es passen, aber ich habe keine Lust, hier eine Tür zu machen. Da würde er passen, aber hier passt er nicht, ne? Gut, dann müssen wir wohl die Tür von der Seite machen. Ja, haben wir wohl keine andere Wahl. Die Treppe hängt falsch rum. Die Treppe ist falsch rum. Frage ist, kann ich sie kaputt machen? Nein. Wir brauchen eine Axt. Dafür brauchen wir ein Seil. Oh Mann. Okay, vergiss es, die Treppen. Vergiss erstmal die Treppen. Nein, das ist ein Baum. Was mache ich denn? Ich brauche Seile. Und wir brauchen noch eine Spitzhacke. So, wir brauchen ein Seil und wir brauchen eine Axt. So, die Axt ist fertig. Ich hoffe, dass wir ziemlich schnell mit der Treppe fertig werden. Es ist wieder die Nacht. Aber ich verstehe nicht, warum eine Sache. Warum geht es eigentlich nur auf der Seite? Habe ich jetzt Material zurückbekommen? Eh nicht. Also mit der Treppe muss ich aufpassen.
Okay, ich gehe mal pennen. So 12 Stunden. Dann versuchen wir nochmal die Treppe zu machen, Leute. Ich habe jetzt zwar einen Nagel verloren, aber... Ich will jetzt gucken, ob wir erstmal die Tür machen müssen und ob die Treppe dann ja gut ankommt. So, was ist das? Das ist ein Fenster. Okay, Fenster will ich hier einbauen. So, jetzt die Tür hier. Erkennt ihr, ist meine Stimme jetzt weg? Sie ist wieder da. Entschuldigung, Leute. Ja, ich mach mal die Tür. Also, so viel musste ich rennen, um Holz zu sammeln, damit ich endlich mal eine Werkstatt habe. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Tür hinpacken. Das ist aber Fenster. Brauche aber Tür. Das sind aber Fenster. Abbrechen. Window. Was ist das? Da. Das ist die Tür. Die haben umgekehrt gemacht. Jetzt ist die Frage, Leute, ob wir jetzt eine Treppe hier einbauen können. Können wir nicht, weil uns den Hammer ja, weggeflogen ist, kaputt gegangen ist. Wenn was, dann reicht auch hier. Ich komme da locker rein. So. Gut, Leute, ich mache mal Schluss für heute. Also, wir haben ja erstmal eine Werkstatt. Ich mache offscreen weiter. Ich werde jetzt weiterhin Sachen bauen, also Fenster und Türen, und versuche auch noch Eisen zu schmelzen, damit wir mehr Nägel haben. Wie gesagt, ich versuche das so zu bauen, dass das klappt mit meinem Vorhaben. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf V3. Ciao, Leute.